Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Merit Order gehen oder um den Merit Order Effekt. Merit Order ist etwas, wovon die meisten schon mal irgendwie gehört haben. Das hat irgendwas mit Kraftwerken und der Vergütung, also dem Strompreis zu tun. Aber was steckt da wirklich ganz konkret dahinter? Das besprechen wir heute. Die Merit Order ist als solches erstmal nur eine Logik, und zwar die Einsatzreihenfolge von Kraftwerken gestaffelt nach ihren verursachten Grenzkosten. Das heißt, die am günstigsten produzierenden Kraftwerke stehen ganz vorne, die etwas teureren dahinter und ganz am Ende die teuersten Kraftwerke. Das Ganze beschreibt jetzt praktisch die Reihenfolge, wie die Nachfrage am Strommarkt bedient wird. Die günstigsten Kraftwerke sollen als erstes natürlich hier in Anspruch genommen werden, weil sie haben das günstigste Angebot, also werden sie zuerst gekauft. Die etwas teureren Kraftwerke werden nur dann genommen, wenn noch genügend Nachfrage am Markt ist. Das heißt zum Beispiel, dass die besonders günstig produzierenden erneuerbaren Energienanlagen, die sind nämlich, was ihre variablen Kosten angehen, tatsächlich sehr, sehr günstig und werden ja auch noch etwas gefördert. Die stehen jetzt hier ganz am Anfang. Und wenn die es schaffen, den gesamten Bedarf, die gesamte Nachfrage zu decken, dann würden sie hier auch praktisch als einzigstes angefragt werden. Dadurch würde ein Strompreis auch tatsächlich ziemlich sinken, weil nur die erneuerbaren Energien, die günstig produzieren, hier den Strompreis bestimmen würden. Wenn die Erneuerbaren aber nicht ausreichen, dann werden jetzt nach und nach weitere Kraftwerke natürlich angefragt. Das heißt, die Energiemenge von einem Kohlekraftwerk und danach, aber zuerst natürlich von Atomkraftwerken, die sind noch etwas günstiger, dann von den Kohlekraftwerken und schlussendlich, wenn das auch noch gebraucht wird, von Gaskraftwerken oder auch von Ölkraftwerken, werden dann eben nach und nach doch noch angefragt, wenn die Nachfrage entsprechend hoch am Strommarkt ist, wenn es genügend Bedarf an Strom gibt. Jetzt sind diese späteren Kraftwerke ja etwas teurer und dementsprechend steigt es hier die Gesamtvergütung. Die Gesamtvergütung orientiert sich nämlich am teuersten angefragten Kraftwerk. Wenn also nur die Erneuerbaren angefragt werden, dann ist das genau der Preis, der hier praktisch angefordert wird. Wenn jetzt auch noch die Gaskraftwerke mit angefordert werden, dann orientiert sich die Gesamtvergütung für alle vorgeschalteten Kraftwerke an den Kosten dieses Gaskraftwerks. Dementsprechend verdienen die etwas günstigeren Kraftwerke hier eine extra Marge und generieren einen extra Gewinn, weil der Marktpreis, der Strommarktpreis, der sogenannte Market Clearing Price an der Strombörse, sich eben daraus ergibt, was das teuerste Angebot war, was hier noch nachgefragt wurde. Und dementsprechend kann man eben sagen, nicht nur, dass die günstigsten Kraftwerke, die erneuerbaren Energien, hier im Regelfall die teuersten einfach aus dem kompletten Angebot vertreiben, weil sie selbst schon genügend anbieten können und deswegen die teuersten gar nicht mehr gebraucht werden, sondern gleichzeitig werden sie auch noch extra vergütet durch den Gesamtmarket Clearing Price, der dann eben auch eine extra Marge für die günstigsten Kraftwerke mit bedeutet. Das ist der Merit-Order-Effekt. Mehr ist das schon nicht. Das Ganze ist, wie gesagt, keine richtige Regel, kein Gesetz, sondern das ist eine Logik, die beschreibt, das ist also ein Modell, was beschreibt, wie der Kraftwerkseinsatz in Deutschland entlang der Nachfrage am Strommarkt geregelt wird. Und das ist die Merit-Order. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Merit-Order, zum Merit-Order-Effekt, dann schreibt das einfach unten in die Kommentare. Dieser Effekt, den ich hier gerade benannt habe, ist schlussendlich, dass die erneuerbaren Energien hier tatsächlich so gut gestellt sind und die teureren Kraftwerke vertreiben. Das ist der Merit-Order-Effekt. Bei Fragen, wie gesagt, die unten in die Kommentare. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und vergesst auch nicht auf die Glocke zu drücken. Wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn hier ein neues Video erscheint. Hier zeige ich euch außerdem zwei andere wichtige Videos rund um Kraftwerke in Deutschland und bleibt einfach hier gewogen, schaltet das nächste Mal wieder ein bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.